Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude und damit willkommen zur 16. Folge Undertale. Im letzten Part habe ich den finalen Boss besiegt und ich wollte gerade zum Labor von Elphys gehen, denn Flowey hat uns, nachdem wir seine Omega-Form zerstört haben, gesagt, dass wir mal dort vorbeischauen sollen. Vielleicht können wir ein richtiges Happy Ending bekommen. Aber auf dem Weg bekomme ich gerade einen Anruf. Hey, this is Undyne. Shut up, Papyrus. This was your idea. Human, you have to deliver something for me. Please? I'm at Snowden in front of Papyrus. See you, punk. Ich bin inzwischen angekommen. Ja, mal gucken, was Undyne will. Hey, I have something to give you, but you're carrying way too much. Yay. Ich habe natürlich auch die ganzen Items wieder, da ich einfach wieder ins Spiel rein musste. Ja. Das war schwierig. Ich save einfach mal, dass ein Gegner spawnt und ich nochmal das Ganze wieder ablaufen darf. Wäre ein bisschen unnötig. Aber hey. Bin wieder da. And so I have a favor to ask you, I needed to deliver this letter to Dr. Elphys. Why don't I do it myself? Well... Ja, das tolle Gesicht. It's kind of personal, but we are friends, so... I tell you, Hotland sucks! I don't wanna have to go over there. So here you go. Ja, das hat man ja schon bemerkt. Oh, and if you read it... I'll kill you! Thanks so much, you're the best! Das weiß man ja schon. Ich meine, wir haben Undyne schon mal gerettet aus Hotland. Er hat gesagt, sie war halt in Hotland und wenn wir ihr nicht geholfen hätten, im Kampf liegen, dann wäre sie da verdorrt. Hier habe ich jetzt Undynes Letter. Scheiße, ich brauche eine Kettensäge, um sie zu öffnen. Wegwerfen mache ich nicht, sonst kann ich mir einfach nur einen neuen holen und... Yay. Wir sehen uns... Ach, komm, das cutte ich jetzt gar nicht. Ich bin ja eh direkt im Labor. Da wollte ich ja sowieso hin. Das wissen wir durch Muffet schon. Das Lieblingsessen von Spinnen sind Spinnen. Ich muss auch sagen, zum Finale im letzten Part, ich war sehr zufrieden mit meiner Leistung auch. Ich meine, vor allem Escor konnte mir halt einmal konnte er mich töten, aber komm, ich denke, das ist voll in Ordnung. Moment, hab... Also, ich habe gerade 444 Minuten und 77 Sekunden gelesen. Ja, den Brief unten durchschieben. Und ich drücke mal gegen die Tür. Oh no, is that another letter? I don't want to open it. Can I just slide it back out? No, I can't keep doing this. I'll read this one. It's shut kind of wrongly, isn't it? Wait a second. Was war das für ein Geräusch? Hallo? Hey, if this is a joke, it's... Oh my god, did you write this letter? It wasn't signed, so... I had no idea who could have... Oh my god, oh no, that's adorable. I had no idea you, wrote that way. Surprising too, after all the gross stuff I did. I don't really deserve to be forgiven, much less, this. And so passionately too. You know what? Okay, I'll do it. It's the least I can do to make it up to you. Yeah, let's go on a date. Oh, yay, jetzt muss ich mit Elphys auf ein Date gehen. Sorry, I'm still getting dressed.
Sie hat sich noch was anderes angezogen. Gott, Mann! Dieses Spiel! How do I look? My friend help me pick out this dress. Metaton. She's got a great sense of... anyway, let's do this thing. Wait, actually, we still can't start the date yet. Dating. I've gotta give you items to raise your faction statistics first. That all increase the chance of a successful outcome to the date, right? Anyway, don't worry, I'm prepared. I've been stockpiling gifts in anticipation for a date like this. First, I've got... Ja, Metallpolitur. Maybe you can use that, but... Irgendeine Creme. Anscheinend auch für Roboter. Aber... Für wen ist das wohl ursprünglich gedacht? Ein magisches Schwer-Reparationsset. Andai. Hey, let's forget about that. Let's just start a date. From start a date. My English is not the yellow from the egg, but it goes. Let's date. Grüß an meinen Bruder. Ich weiß, dass du das guckst und du wirst den Gag gerade nicht verstanden haben. Do you like Anime? Nein, nicht wirklich. Ein Anime schon, aber ich sag jetzt auch mal nicht welchen, aber sonst nicht. Oh. Hey, let's go somewhere, but where's a good place to go on a date? I've got it! Let's go to the garbage! Ja, geil. Auf zum Schrottplatz! Yeah, we are. This is where Anna and I come all the time. We find all sorts of great stuff here. She's really, Oh no, that's her over there. I can't let her see me on a date with you. Why? Because, well... Ja, wir wissen, dass du in Anna verknallt bist. Das Schnitte mit ein neues Outfit. Hey, there you are. I, realized if you deliver that thing, might be a bad idea, so I am gonna do it. Give it to me. You don't have it. Have you at least seen her? Yo. Yes. So she's somewhere around here. Thanks, I keep looking. Hi. Oh my god. Well, I guess it's obvious. I really like her. Yeah. But I mean, more than I like other people. I'm sorry, I just forgot to do more. It'd be fun to go on like cute kind of pretend date with you to make you feel better. Das wollte ich sehen, weil sie dachte, der Brief ist von mir. Sie will einfach nicht, dass ich mich schlecht fühle und geht deswegen mit mir auf ein Date, obwohl sie in anderen verknallt ist. Man, it sounds even worse when I put it like that. I'm sorry, I messed up again. Undyne's the person I really want to go on a date with. But I mean, she's way out of my league. Not that you aren't, cool. But Undyne, she's so confident and strong and funny. I'm just a nobody. A frown. I'm the royal scientist, but all I've ever done is hurt people. I've told her so many lies, she thinks I'm a lot cooler than I actually am. If she gets close to me, she'll find out the truth about me. What should I do? Ja, sag ihr halt die Wahrheit. The truth, but I tell her that she'll hate me. Isn't it better this way to live a lie where both people are happy, but a truth where neither of us are? They say be yourself, but I don't really like who myself is. Selbsthass, yay. I'd rather just be whatever makes people like me. No, you're right. And we damn scared. What will happen if people learn the truth in their own? They'll all get hurt because of me. But how can I tell Undyne the truth? I don't have confidence. I'm going to mess it up. How can I practice? Let's
Play Undertale wird jetzt ab sofort zu Let's Roleplay Undertale. Roleplay? That actually sounds kind of fun. Okay, which one of us will be online? Ja, überleg mal logisch. Ich. Alright, obviously. Hi, online, how are you doing today? Jo, wie immer schon gut. Glad to hear it. So I'd like to talk to you about something. Was ist? You see, I haven't been exactly truthful with you. You see, I... Oh, forget it. I want to tell you how I feel. You're so brave and strong and nice. You always listen to me when I talk about nerdy stuff. You always do your best to make me feel special. Okay, irgendwie die Kirchturmuhr hat gerade geläutet und irgendwie zusammen mit dem Sound des Spiels klang das übel creepy. Ich kann das gerade irgendwie nicht erklären, aber es klang so richtig creepy. Wie, keine Ahnung. Ich kann es ihm schlecht beschreiben, Walter. Like telling me that you'll beat up anyone that gets in my way. Undyne, I can't take this any longer. I'm not in love with you. Hold me, Undyne. What did you just say? Undyne, I was just... Hey, whoa, wait a second. Your outfit's really cute. What's the... Okay, shit. Wait a second. Are you two on a date? Yes. I mean, we were, but I mean, actually, we are only romantic. What? I mean, Undyne, I've been lying to you. What about what? About well, everything. I told you that. I just wanted to impress you. I wanted you to think I was smart and cool. That I wasn't some nerdy loser. Elvis. And I really think you're neat, okay? Elvis. Shh. Gedankt on! Elvis. I think you're new too, I guess. But you've gotta realize, most of what you said really doesn't matter to me. Don't care if you're watching kid cartoons or reading history books. To me, all of that stuff is just nerdy crap! What I like about you is you're passionate, you're analytical. Doesn't matter what it is, you care about it. 100% at maximum power! So you don't have to lie to me. You don't want to try. You have to lie to anyone anymore, Elvis. I want to have you become happy with who you are. And I know you just the training you need to do that. And I knew you're gonna train me. What, me? Jetzt wird's lächerlich. Yeah. Jetzt ist das Ganze eine Stufe zu hoch für mich. Ich bin hier raus. I'm gonna get Papyrus to do it. Get those bones shaken! It's time to jog 100 laps hooting about how great we are! Ready, I'm about to start the timer. Oh nein, I do my best. Sie müssen 100 Runden machen. Oh my god, she was kidding, right? Those cousins, the comics, are still real, right? Sie sind doch nicht, oder? Anime is real, right? Die Musik ist ein bisschen abspannend. Ich muss sagen,
ich komme gerade nicht ganz mit der Situation klar. Ich hatte das nicht mehr so im Kopf. No, I can't feel my heart breaking into pieces. No, I can't survive this. I have to be strong. For help us. Thank you, human, for telling me the truth. I try my best to live in this world. See you later. Ich will nichts mehr darüber reden. Aber jetzt kann ich noch nicht zum Pazifisten Ende deswegen. Audi! Scheiße, Mann, ich kann die Stimme gerade nicht mehr. If this isn't my good friend, who trusts me? This is Papyrus. You're also a mutual friend. Atlas and I finished our training early. Very early. So I sent her home. Very home. No. I feel strong here and for no apparent reason, you should also go there to her lab house. I have only good feelings about this. Ja, sagt's noch. Ich muss jetzt wieder in Atlas Labor gehen. Warum spreche ich denn nicht nochmal? Aber es ist ja eh nicht weit von hier aus. Doch ist es. Nein, ist es nicht. Gut, nachdem wir dieses tolle Thema auch abgehakt haben. Das hat auch wieder länger gedauert, als ich dachte. Der Engel kommt. Das hatten wir auch schon mal. Der Engel in der Prophezeiung des Untergrunds. Sobald er kommt, wird der Untergrund leer sein. Los, warum? Wird er alle Monster befreien? Oder sie auslöschen? Ja. Elvis, wo bist du? Also, ich weiß, wo du bist, aber... ist schon klar, ne? Die Tür da oben geht auf. Eine Notiz von Elvis lesen. Es ist nicht leicht zu lesen, aber... Hey, thanks for your help back there. You guys, your support really means a lot to me, but as difficult as you guys alone can magically make my own problems go away. I want to be a better person. I don't want to be afraid anymore. And for that to happen, I have to be able to face my own mistakes. I'm going to start doing that now. I want to be clear. This isn't anyone else's problem but mine. But if you don't ever hear from me again, if you want to know the truth, enter the door to the north of this node. You all at least deserve to know what I did. Sie hat einen Fehler gemacht, den sie jetzt selbst einstehen möchte. Und in ihrem Badezimmer finden wir die Wahrheit. In ihrem Fahrstuhl. Mit dem wir jetzt das wahre Labor betreten. Warning, warning! Elevator losing power! Empty all. Ich kann heute gut lesen. Auf Deutsch der Aufzug stürzt ab, weil. Ja. Hey, ich bin am Ziel. Entry number one. This is it. Time to do what the king asked. I will create the power to free us all. I will unleash the power of the soul. Ja, das müsste alles von Elvis sein. Ich habe gerade überlegt, ob irgendwas davon von Gas da ist, aber nee. Ja, sie will herausfinden, was Eskel befohlen hat. Und die Macht der Seele freilegen. The barrier is locked by soul power. Unfortunately, this power cannot be recreated artificially. Soul power can only be derived from what was once living. So, to create more, we will have to use what we have now, the souls of monsters. Elvis hat versucht, Monsterseelen zu benutzen, um die Barriere zu brechen. But extracting a soul from a living monster would require incredible power. Besides being impractical, doing so would instantly the soul's source.
And unlike the persistent souls of humans, the souls of most monsters disappear immediately upon death. If only I could make a monster soul last. Ja, sie muss dafür sorgen, dass eine Monsterseele bleibt nach dem Tod, wie eine Menschenseele. Denn, ja, ansonsten geht das nicht. I've done it. Using the blueprints, I've extracted it from the human souls. I believe this is what gives the souls the strength to persist after death. The will to keep living. The resolve to change fate. Let's call this power determination. Die Entschlossenheit ist natürlich das, was die menschlichen Seelen am Leben hält. Jetzt die creepy Musik. True Blabberer. Also, hier brauche ich 5 Schlüssel, oder? Ja, ich kann heute nicht nur gut lesen, ich kann auch gut zählen. 1, 2, hier, rot, 1, grün, 2, gelb, 3, blau, 5. Ja. Power Room. Und das ist ein Wasserspender. Ah, ich kann hier Chips kaufen. Hier links finde ich weitere Texte. Let's go ask everyone outside the city for monsters that had fallen down. Their bodies came in today. They're still comatose and soon they'll all turn into dust. But what happens if I inject determination into them? Their souls persist after they perish, then freedom might be closer than we all thought. Es ist ein Monster, die bereits so schwer verletzt sind, dass sie nicht überleben können. Entschlossenheit. Damit ihre Seelen nach dem Tod bestehen bleiben. Ich lese es noch vor, aber auch erst der Eintrag Nummer 9. Ich werde die richtige Reihenfolge vermutlich nicht finden. Also, none of the bodies have turned into dust, so I can't get the souls. Told the family that I would give them the dust back for the funeral. People are starting to ask me what's happening. What do I do? Alphys weiß nicht, was sie tun soll, weil die Monster werden Stau. Hier kann ich gerne ein Waschbecken anmachen. Aber irgendetwas drew me here. Keine Daten fangbar. Man versteht das nicht. Und ich kann wie immer nicht dodgen. But nobody came. Keine Daten. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich weiß, was das ist? Also ja, okay, ich weiß schon, was das ist, aber ne, versteht. Stats. Ah, 25. Hier, jetzt klappt es besser. Item. Ja, yeah, ein Stück von ihm selbst ist in meinem Inventar. Dann nochmal. Ich hole mal. Ja, ich kann Stimmen hören. Kann scheinende Fan. Soll dem Spaß beitreten. Memory Heads. Ich weigere mich beizutreten. Komische Satzsätze. Und okay. Das ist sehr creepy, aber ich kann gehen und bekomme nichts, außer den roten Schlüssel. Hier kann ich den roten Schlüssel einsetzen. Drain, dropped it. Ja. Ich muss.
das war halt der Hinweis dafür. Und das muss ich jetzt noch viermal schaffen. Schlüssel finden und sie einsetzen. Aber damit geht's im nächsten Part weiter. Bis dann.